Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Zack McCracken. Ja, ich würde mal sagen, beide Mädels haben es im letzten Part gut gemacht. Vor allem Leslie hatte endlich mal ihren großen Auftritt. Und nun wird es Zeit, wieder zu wechseln. Wir gehen zurück zu Zack. Wir sind ja ganz auf Zack heute. Oh, der ist ja. Der hockt wohl ein bisschen im Dunkeln, ha? Ach, das noch. Oh, Scheiße. Ach, nö. Ich muss mich jetzt nicht durch dieses dämliche Labyrinth durch. Wenn es eines gibt, was, glaube ich, jeder an Zack McCracken hasst, dann sind es diese verdammten Labyrinthe. Puh. Ja. Wenn das nicht super toll hier jetzt wird. Aber egal. Glücklicherweise haben wir ja alle Fackeln angemacht. Haben ja nicht lange gefackelt. Irgendwann werden wir schon wieder hier rauskommen, oder? Hoffe ich. Wenn wir einfach immer fleißig durch den immer gleichen Durchgang gehen, dann werden wir doch irgendwann hier rauskommen, oder? Ich bin zuversichtlich. Oh, Scheiße. Wow, habt ihr euch den Weg gemerkt? Es tut mir leid. Also, falls jetzt hier jemand eine Komplettlösung erwartet hat, da seid ihr falsch. Tut mir leid. Ja. Dann können wir endlich den Kram hier verlassen, oder? Auf zum Flughafen. Zack muss unbedingt mal wieder Geld loswerden, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt die gelbe Kristallscherbe. Benutze Ticketautomat. Wir haben ja nur Kristallscherben. Gibt sich damit etwa der Typ in Kinshasa zufrieden? Der Schamane. Oder müssen wir zuerst mal ganz woanders hin? Ich würde mal vorschlagen, wir fliegen mal nach London, weil da kamen wir ja das eine Mal überhaupt nicht weiter. Gucken, ob es diesmal besser für uns läuft. Einen angenehmen Flug später. Sehr schön. Da wären wir in London. Und wisst ihr was? Wir nehmen Annie mal mit. In der Hoffnung, dass sie genug Geld dafür hat für diese Reise. Müssen sie langsam echt mal aus Kathmandu wegbekommen. Deswegen benutze Cashcard. Mit Nummernschild? Nein, mit Jack. Auf geht's. Einen langen, staubigen Ritt später. So. Wir benutzen den Ticketautomat und hoffen, dass wir genug Geld haben, uns diese Reise zu leisten. Ansonsten muss Zack erstmal wieder ein bisschen im Lotto gewinnen, um Annie hierher zu holen. Ja, wir können nach London, das ist super. Das heißt, die beiden treffen sich jetzt dort mal. 1500, bitte, lass es reichen. Annie, Glück gehabt, hä? Huh? So, sehr schön. Gut, wir wechseln erstmal wieder auf Zack. Annie haben wir hier, das ist wunderbar. Du bleibst aber auch mal hier. Du bleibst jetzt einfach mal hier am Flughafen. Und wir gucken mal, wie weit wir noch kommen.
hier in London. Jetzt haben wir ja neue Items und damit können wir ja bestimmt ordentlich was anstellen. Ha, sehr schön. Stonehenge in London, wer kennt es nicht? Was ist? Wer bist du überhaupt? Lies? Au. Das gefällt ihm immer noch nicht, ne? Sollen wir mal die Typen aufwecken? Benutze Tröte. Scheint ihn mäßig nur zu interessieren. Öffnen wir mal das Tor. Ja. Dafür musstest du jetzt laden? Ach je. Okay. Sollen wir ihn bestechen? Belästige mich nicht, ich habe Dienst. Du willst kein Geld? Es ist kalt hier draußen. Kalt? Haben wir irgendwas, womit du dich aufwärmen könntest? Hier, wie wär's mit dem Feuerzeug? Wobei, das könnten wir vielleicht noch gebrauchen, ha? Huh? Ah. Feuerzeug will er nicht. Naja gut, was sollte auch ein Feuerzeug ihn aufwärmen, wenn er nicht damit gerade seine Klamotten anzündet? Vorher doch schön mit dem Whisky übergießen? Whisky! Ein gutes Stichwort. Also wenn das nicht von innen heraus wärmt, dann weiß ich auch nicht. Gib Whisky zu Wächter. Der Whisky-Wächter Okay. Sorry, du bist nicht mein Typ. Was? Wie? Was? Wie? Ich will dir doch nur den Whisky geben. Ich wollte dich nicht daten. Annie. Vielleicht ist Annie ja sein Typ. So, das dürfte aber bedeuten, wir müssen nochmal zu Zack wechseln. Und dann geben wir den Whisky zu Annie. Was haben wir denn sonst noch? Was können wir denn sonst noch geben? Den Fahnenmast können wir ihr geben, damit sie das nächste Mal in Kathmandu verhaftet wird. So. Das hätten wir. Und ich glaube, wir geben ihr mal auch unsere neuesten Errungenschaften, die neueste Innovation von 1 und 1 sozusagen. Das ist ein Teil des Geräts. Der Gerät. Wir können es nicht benutzen, solange die beiden Hälften nicht verbunden sind. Willst du die andere Hälfte auch noch? Schön, dass sie was dazu sagt. Das ist ein Teil des Geräts. Jetzt hast du beide. Tja, Klebstoff habe ich leider nicht. Den hat die letzte Generation schon aufgekauft. Okay, ich höre auf. So. Ja, weil wir es hier mit dem Zaun zu tun haben, geben wir auch nochmal die Drahtschere an Annie. Das machen wir jetzt einfach mal so. Gut. Wir wechseln auf Annie. Sie hat ja jetzt ordentlich was im Inventar. Und damit kann nun endlich der Annie-Person-Run starten. Jaul! Ey, sie hat noch den Zellenschlüssel. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Gib Whisky
Zum Wächter. Bitte nicht zu Zack, der steht da so blöd in der Nähe. Mit Ihnen teile ich gerne einen Drink. Hey, cool. Sie ist sein Typ. Eine halbe Flasche später. Das war verdammt unangenehm. Das glaube ich dir sofort. Was haben wir denn hier? Benutze Schalter. Na, ein Glück, wir müssen den Zaun nicht aufschneiden. Oder vielleicht doch. Ja, das Tor ist noch nicht auf, aber das dürfte jetzt nicht mehr elektrifiziert sein, oder? Guck mal. Öffnen wir das Tor. Oh. Jeder, der Maniac Mansion gespielt hat, dem kommen diese Geräusche jetzt bekannt vor, oder? Das erinnert mich so, ich muss so an Maniac Mansion denken, wenn ich das höre. Die C64-Version. Na schön. Benutze Drahtschere mit Tor. Das ist eine gute Stelle. So schnell, bevor der Wächter wieder aufwacht. Schreite hindurch, Eddie. Und gehe zu Stonehenge. Du hast es verdient. So, was ist denn das Feines? Was ist alter Stein? Oder Altarstein? Das ist die Frage. Den sollten wir mal lesen. Vielleicht steht ja irgendwas drauf. Da ist nichts zu lesen. Okay. Also dann, benutze Kristallscherbe mit alter Stein. Und benutze Kristallscherbe mit Whisky. Nein, okay. Altarstein. Alter Stein finde ich lustiger. Okay, prima. Und nun? Probieren wir mal das noch. Benutze Fahnenmast mit Altarstein. Schön. Sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt könnte man irgendwie eine schöne Rede halten, so zum neuen Jahr oder so. Ich glaube, wir tun auch mal ganz gut daran, wenn wir Zack wieder hierher holen. Bevor der da jetzt draußen stehen bleibt und der Wächter ist wieder wach. Man weiß ja nie. Zack, komm mal lieber schnell mit. Das gute alte Londoner Stonehenge, oder? Zack, hast du noch irgendetwas, was wir gebrauchen können? Eine Schriftrolle. Die sollten wir vielleicht auch noch an Annie geben. Gib Schriftrolle zu Annie. An die habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist sehr alt. Darauf steht etwas geschrieben. Gut, dann wechseln wir doch mal. Vielleicht kann sie es ja lesen. Also machen wir es. Lies Schriftrolle. Das ist nicht einfach. Das steht da bestimmt nicht geschrieben, Annie. Es sind Worte der Macht. Gnix Sisifle. Wow. Der Kristall ist wieder heil und die Schriftrolle verbrannte. Wie krass. Tja, how to fix a Kristall, ne? Das ist ja der Hammer. Guckt mal. Waren die beiden nicht ein verdammt gutes Team? Sensationell. Wir geben Zack mal lieber die Drahtschere zurück. Wechseln zu ihm. So. Und dann nehmen wir uns den Kristall mal. Nein, den Kristall, den Altarstein kann ich gerne auch mitnehmen.
Hier, komm, probier was. Ich kann das nicht aufnehmen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Okay, das ist ein anderes Spiel. So. Sehr schön. Boah, da wären wir. Ein weiter beschwerlicher Weg liegt hinter uns. Jetzt gucken wir, was der Schamane zu sagen hat. Vielleicht will er ja eine Runde mit uns golfen. Das hätte doch was. Hallo, hallo. Ich kann dir nicht helfen, solange du nicht den gelben Kristall mitbringst. Ja, du, ich bin dir sowas von weit voraus. Hier. Da wäre er. Sehr gut. Ich werde dir nun zeigen, wie du deinen Teleportkristall bedienst. Boah, jetzt wird's richtig cool, Leute. Du kannst nur zu ganz bestimmten Teleportplattformen reisen. Male eine Karte, um darauf deine Ziele zu konzentrieren. Niemand außer dir kann das tun. Auf Wiedersehen, mein Freund. Warte mal. Aber was? Die Tür war fest verschlossen. Machst du jetzt Mittagspause? Das ist ein ziemlich schlechter Zeitpunkt dafür. Oh Mann. Na gut. Also dann, tun wir es. Eine Karte. Tja. Haben wir irgendwas in der Richtung? Oh Gott. Ich glaube, ich habe was vergessen. Tatsächlich. Tja. Was werden wir brauchen? Ich zeig's euch. Ich bin ja mal so nett. Oh Mann. Das habe ich echt komplett verrafft. Tja, da wären wir wieder. Zurück in San Francisco. Tja, und das alles nur, damit Zack sich gleich sagen kann, hier habe ich die Teleportationskarte. Ich habe echt was vergessen. So, passt mal auf. Was ist? Tapetenfetzen. Ich habe den fucking Tapetenfetzen vergessen. Den kannst du direkt zu Beginn des Spiels dir nehmen, soweit ich weiß. Also, das heißt, soweit ich weiß, es ist halt einfach so. Mann. Hoppla. Na sowas. Benutze gelber Buntstift mit Tapetenfetzen. Ich habe die Karte aus dem Traum gemalt. Ja, so einfach kann's gehen. Gut, da wir nun die Karte aus dem Traum gemalt haben und Zack sich nach all den Flügen und all den Tagen zum Glück immer noch genau daran erinnert hat, was er geträumt hat. Das hätte man wirklich halt ziemlich schnell, ziemlich früh machen können. Aber gut, ja, wird es nun Zeit, unseren Teleportkristall mal ein bisschen auszuprobieren. Benutze gelber Kristall. So, was haben wir denn? Fragezeichen, 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 Fragezeichen oder sogar Fragezeichen. Ich würde mal sagen, für uns geht es nach Fragezeichen. Ganz ohne die Cashcard zu gebrauchen. Ein wunderschöner Sound. Wow! Erinnert ihr euch an diese Plattform, wo ich mich noch gefragt habe, ja, was soll man denn da jetzt damit machen? Tja, jetzt wissen wir es. Und das Gute ist,
Jetzt können wir an Dinge rankommen, die wir vorher, als wo wir der Vogel waren, nicht erreichen konnten. Labern wir also nicht rum, sondern nehmen den Kandelaber. Oh Gott. Ja, und lauter solche schönen Dinge kann man mit dem Teleportkristall machen. Was ich noch so vorhab, das erfahrt ihr im nächsten Part von Zack McCracken.